Servus Leute, ich bin der Andi und wir machen heute für meinen Kumpel Christoph so ein Schild aus HPL. Das erste Werkzeug wird eingespannt und vermessen. Z0 liegt auf meiner Modellunterkante, deswegen wird es gleich angetastet. Das Rohteil ist eine HPL-Platte und stammt aus dem örtlichen Baumarkt. Fixiert wird die Platte mit doppelseitigem Klebeband. XY0 definiere ich mit meinem Hedy-Laser. Und schon kann's losgehen. Meine Schnittdaten wie gehabt unten rechts. Ich wollte mal ein neues Kühlmittel auf Alkoholbasis probieren. Leider hat es nichts gebracht. Übrigens, ich habe eine neue Kamera, eine DJI Pocket. Leider hat das Ding auf vielen Aufnahmen nicht richtig fokussiert und somit sind fast alle Aufnahmen unbrauchbar geworden. Wirklich schade. Da ich oft gefragt werde, wie lange die Fräsarbeiten gedauert haben, möchte ich das schon vorab beantworten. Es hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Zeit für das zweite Werkzeug, ein 1,6 mm Zweischneider. Ich hätte lieber einen Einschneider genommen, aber ich habe leider keinen. Mit diesem Werkzeug wird das weggenommen, wo das erste Werkzeug nicht hingekommen ist. Zeit für das dritte und letzte Werkzeug, ein Gravierstichel mit einer flachen Spitze. Es hat einen 4 mm Schaft und die flache Spitze hat unten eine Fläche von 0,4 mm und einen Winkel von 15 Grad. Mit diesem Werkzeug werden die letzten Feinheiten gemacht und überwiegend das Copyright-Zeichen.
Jetzt muss es nur noch gelöst werden. Ich unterschätze jedes Mal die Klebekraft von dem Klebeband. In dem Video nicht zu sehen, aber ich habe die schwarze Fläche mit etwas Öl eingepinselt. Das erhöht den Kontrast und verschleiert etwas die Frässpuren. Ich bin begeistert. Ich hatte etwas Sorge gehabt, dass diese filigranen Stege abplatzen könnten, aber man hier sehen kann, völlig unbegründet.